Guten Morgen, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder. Meine Sommerferien sind vorbei. Und ja, mein Schuljahr startet heute für mich. Ich weiß, die meisten haben jetzt gerade erst irgendwie Ferien oder sind noch so mittendrin. Ja, NRW war dieses Jahr ein bisschen früh dran, von daher muss ich halt früher als alle anderen wieder in die Schule. Was aber okay ist, meine Sommerferien waren null erholsam. Ich glaube, ich war nach Ferien noch nie so angespannt. Also wirklich, die ersten 3 Wochen habe ich hier im Renovierungsbaustellen-Chaos gehaust. Wir haben 2 Zimmer renoviert und getauscht, dass meine Tochter jetzt unten ihr großes Mädchenzimmer hat und ich jetzt, ja, wie man an den Dachschrägen sieht, hier oben in meinem Arbeitszimmer sitze. Und das heißt, die ersten 3 Wochen war hier Baustelle durcheinander hoch 10. Dann, ja, ich weiß nicht, das kann man eigentlich gar keinem erzählen, das glaubt ja bestimmt keiner. Ich habe 3 Wochen lang keine Waschmaschine gehabt. Den einen Abend ist mir meine Waschmaschine übergelaufen, weil vorne in der Tür diese Dichtungsmanschette nicht dicht war. Dementsprechend habe ich schon mein Badezimmer geflutet. Ja, und dann 1 Woche gewartet, bis der Techniker kam. Noch 1 Woche, bis das Teil ausgetauscht wurde. Er muss diese Woche nochmal kommen, weil da ist immer noch nicht alles ganz dicht in der Einspülkammer. Also da, wo das Waschmittel reinkommt, da ist auch irgendwo ein Leck. Das heißt, wenn ich jetzt wasche, was ich kann, Gott sei Dank, es kommt halt immer so ein bisschen Wasser unten raus, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Das heißt, ich habe hier 3 Wochen lang Wäsche gemacht für 3 Personen, Kleinkind inklusive, wie zu Omas Zeiten ohne Waschmaschine. Das war super. Dann ist uns noch unser Staubsauger kaputt gegangen. Ach ja, und unsere Spülmaschine hat auch den Geist aufgegeben. Also da haben wir jetzt auch noch keine neue. Das fand ich halt jetzt ein bisschen Zeit. Spülmaschine ist eher so ein Luxusartikel, den ich nicht unbedingt brauche. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, noch meine letzte Ferienwoche mit irgendwie, weiß ich nicht, Recherche zu tollen Spülmaschinen zu verbringen. Hatte ich irgendwie einfach keinen Nerv drauf. Ja, das waren meine Sommerferien. Ich freue mich eigentlich schon quasi darauf, dass ich jetzt wieder in die Schule kann, damit so ein bisschen Normalität wieder eintritt und ich einfach, weiß ich nicht, wenn hier zu Hause noch irgendwelche Katastrophen passieren, dass ich es einfach nicht mitkriege. Ja, wie gesagt, ich fange heute mit Schule an. Die Kids haben noch 1 Woche Ferien und wir Lehrer müssen jetzt halt schon ran. Also die Woche ist auch ziemlich durchgetaktet, finde ich eigentlich ganz gut. Von der Schulleitung gab es jetzt so einen ganz klaren Plan, wann was ist, wann welche Fachkonferenzen, welche Jahrgangsteams und so weiter tagen. Finde ich super, dass sich da auch nichts groß überschneidet, kein Chaos, dass wir das als Lehrer irgendwie selber organisieren müssen. Das fand ich doch ganz nett. Und heute starten wir mit der Vorbereitung der Klassenräume. Das wird bei mir nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen. In erster Linie sind immer die Kollegen von den 9-5ern härter betroffen. Ich habe da letztes Mal bei meiner Klasse, ich glaube, 2 Tage für investiert. Aber dieses Mal habe ich da nicht so viel. Ich muss ein paar Laminate aufhängen, muss meine ganzen Sachen, die ich halt gekauft habe, Stifte, Textmarker und so weiter, das muss ich alles einsortieren. Mein Whiteboard wollte ich ein bisschen hübsch gestalten, die Sitzordnung wollte ich machen und das war es, glaube ich, auch eigentlich schon. Und heute werden die Mappen geliefert in einem Zeitfenster von 8 bis 12. Schauen wir mal, wann das so ist und dementsprechend, wenn die Mappen da sind, werden meine Klassenleitungskollegin, ich gehe jetzt davon aus, dass die irgendwann auch schon da ist, ich habe mich mit ihr jetzt überhaupt nicht abgesprochen, aber irgendwann wird sie dann ja auch mal in der Schule erscheinen und dann werden wir die Mappen halt verteilen und die Logbücher das soweit fertig machen. Für die 2 neuen Schülerinnen, die ich habe, brauchen wir auch noch die Ordner, die großen, wo die Mappen dann eingeheftet werden und ja, das wäre so das, was ich für heute vorhabe. Wenn ich zwischendurch Leerlauf habe, würde ich auch ganz gerne ein bisschen kopieren. Ich muss noch für die 8. die Lesemappen fertig machen. Das habe ich vor den Ferien nicht mehr ganz geschafft. Und ich weiß zwar noch nicht, was für einen 7er Kurs ich habe, ob ein E-Kurs oder ein G-Kurs, aber nichtsdestotrotz, da stehen auch noch Lesemappen zum Kopieren an. Also ich werde auch ein bisschen Kopierarbeit heute versuchen abzuleisten. Und ja, es ist jetzt 7:15. Meine Tochter schläft Gott sei Dank noch. Die war in den Ferien wirklich quasi konstant um 5 Uhr wach. Ja, und ich bin echt froh, dass das heute anders ist, dass sie ein bisschen länger schläft, dass ich meinen Alltag hier zu Hause einigermaßen erledigt bekomme. Mein Rhythmus ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich muss unten sehr leise sein, weil sie ja jetzt unten schläft und dann alles mitbekommt. Und ja, wir schauen mal, wie das läuft. Meinen 9-Stunden-Plan habe ich noch nicht. Da warte ich ja schon drauf, gespannt wie ein Flitzebogen. Ich gehe davon aus, dass ich den so Mitte der Woche spätestens irgendwann habe. Das finde ich wirklich ganz cool. Und ja,
Es steht eine arbeitsreiche Woche vor uns mit Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen, Jahrgangsteams, Arbeitsgruppen. Volles Programm, aber hoffentlich hilft mir das ein bisschen organisierter ins neue Schuljahr dann nächste Woche auch mit den Kids zu starten. Und ja, ich muss jetzt langsam los. Ich wollte zeitnah in der Schule sein und ja, da ich jetzt wahrscheinlich hier mit einer der wenigen bin, die ins neue Schuljahr startet, aber bestimmt einige von euch auch heute irgendwie ihren ersten Tag haben, wünsche ich euch einen schönen Start ins neue Schuljahr und allen anderen wünsche ich schöne Sommerferien. So, ich war jetzt schon ein bisschen fleißig. Ich weiß gar nicht, wie spät es gerade ist. Jetzt müsste ich einmal kurz auf mein Handy schauen. So, ich bin seit einer halben Stunde hier in der Schule. Und was habe ich bis jetzt geschafft? Also ich habe die Bordüre da dran gemacht an beiden Whiteboards. Ja, ich brauchte auch eine Rolle für jedes Board. Von daher war gut, dass ich vorsichtshalber drei bestellt habe. Und ja, hier ist das für unsere Klassendienste. Dann habe ich die Laminate für die Termine für die Klassenarbeit aufgehängt. Und ja, für die Arbeitsstunden sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Deutsch haben sie nach wie vor im Klassenverband, aber Mathe und Englisch ist jetzt aufgeteilt in Kurse. Und damit es einfach übersichtlicher ist, damit man für die einzelnen Kurse das da aufschreiben kann, habe ich dafür jedes ein Laminat extra gemacht. Und hier unten hätten wir noch Nebenfächer. Ja, hier kann ich jetzt leider nicht weitermachen. Ich habe hier jetzt die Laminate für die Stunden, also fürs Logbuch, fertig gemacht und für unser ja, tolles Konsequenzenkonzept. Na, Fokus hier. Genau. Müsste ich noch die Namen einmal aufhängen. Aber das Problem ist, ich habe nicht genug Magnetplättchen. Ich dachte, hätte noch eine ganze Packung hier irgendwie, aber das ist das, was ich jetzt noch habe. Muss ich nochmal nachbestellen. Das heißt, ja, hier wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich. Das kann ich aber, sobald ich die Dinger bestellt habe, nachholen. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar noch zu Hause welche habe. Müsste ich mal gucken. Also auf jeden Fall, ein Board ist fertig. Als nächstes würde ich mich weiß ich noch nicht, ob ich mich zuerst um die Sitzordnung kümmere oder erst meine Tasche mit den ganzen Materialien auspacke. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden und zeige euch dann, wie weit ich gekommen bin. So, ich habe jetzt quasi alles fertig gemacht. Ich habe hier den Caddy aufgefüllt, hier im Pult die übrigen Textmarker und Whiteboardmarker reingepackt. Hier habe ich auch ein bisschen aufgefüllt. Und ja, hier hat sich schon das erste Laminat verabschiedet. Das Problem ist, ich musste die Plättchen zerschneiden und dadurch halten die irgendwie das Gewicht, den Häkchen von den Laminaten nicht so wirklich. Naja. Und ja, ich habe die Sitzordnung jetzt gemacht. Die finde ich überhaupt nicht schön, aber für den Fall, dass ich einen Englisch-E-Kurs bekomme im 7er Jahrgang, muss ich mir hier Platz halten für 30 Schüler. Das heißt, ich habe hier mir noch Reserve gehalten für eine ganze Reihe und hier halt auch noch so ein bisschen Platz. Da muss ich auf jeden Fall noch mit den Hausmeistern sprechen, dass die mir hier noch Tische und Stühle hinstellen. Und ja, hier habe ich jetzt unseren, wie nenne ich das? Weiß ich nicht, unseren Ordner quasi, wo die Schüler die fehlenden Materialien reinbekommen. Das ist von meiner Mathe-Kollegin für irgendwelche Arbeitsblätter. Und ja, soweit ist jetzt mein Klassenzimmer fertig. Mehr kann ich gerade nicht machen. Magnetplättchen für das Whiteboard habe ich jetzt bestellt. Und ja, hier sind noch die Lesemappen aus der 5. Klasse. Die muss ich denen noch mit nach Hause geben. Hier habe ich jetzt noch die Hefte für die 7er. Die müsste ich dann noch irgendwie hier auch irgendwo unterbringen. Ich glaube, ich packe die da hinten einfach ins Regal. Und ja, dann wäre ich hier soweit im Klassenraum fertig. Und dann gehe ich jetzt mal nach unten ein bisschen kopieren. Ich habe meinen Stundenplan. Juhu, eigentlich hätte ich erst Mitte der Woche damit gerechnet. Aber wunderbar. Leider nicht so ein Luxusplan wie letztes Schuljahr. Das war ja wirklich für mich genial. Ich hatte ja Montag, ich glaube, nur 2 Stunden und Dienstag sogar nur eine. War für so Einkaufen, Wäsche machen und sowas echt super. Habe ich dieses Jahr jetzt leider nicht. Da muss ich mal gucken, wie ich hier so ja, den Familienalltag dann drumherum organisiere. Aber ich will mich nicht beschweren, der Plan ist immer noch super. Ich glaube, das längste, was ich habe, ist 12.45 Uhr. Also von daher schauen wir mal. So, ich habe jetzt für nächste Woche nicht den Plan eingetragen, weil die 5er haben da Klassenlehrertag. Und am Montag haben wir erstmal Klassenlehrerstunden. Von daher, der richtige Plan geht dann erst übernächste Woche los. So, ich starte montags, ersten beiden Stunden Englisch 8. Dann habe ich 2 Stunden die 5.5
und eine Stunde die 5-4. Dann habe ich Dienstag auch die ersten beiden Stunden wieder bei den Achtern. Das finde ich ist ein bisschen doof gelegt, dass ich wirklich meine 4 Englischstunden schon in den ersten beiden Wochentagen abgekaspert habe. Aber gut, dann kann ich den dienstags immer schön Vokabeln aufgeben und Writing-Workshop. Also haben sie dann gut zu tun. So, dann habe ich Freistunden, 2 Stück. Dann habe ich Geschichte in meiner Klasse und nochmal in der 5-5 Englisch. Ja, sieht man jetzt nicht so gut wegen dem Spiegeln bzw. wegen dem Reflektieren von meiner Lampe. Dann Mittwoch. Mittwoch ist mein, ja, langer Tag, würde ich fast schon sagen. Mein gut gefüllter Tag. So, ich habe erst Geschichte in meiner Klasse, dann eine Freistunde, Englisch 5-5, dann habe ich die 7er in Englisch, dann Arbeitsstunde bei meinen und noch Klassenrat. Der Donnerstag ist wieder kurz, erste Stunde Geschichte bei der Dannen 8-4, die hatte ich ja letztes Jahr auch schon, Englisch 7 und dann Englisch in der 5-4. Ersten beiden Stunden am Freitag habe ich Englisch wieder in der 5-4. Dann nochmal die 7er und dann Geschichte in der 8-4. Ja, das ist so mein Stundenplan fürs kommende Schuljahr. Hier ist nochmal meine To-Do-Liste, was ich so alles erledigen wollte. Also die Einkaufsliste ist abgearbeitet. Dann, was ich noch machen muss, ich muss noch die Fächerübersicht laminieren. Die Arbeitsstundenlabels sind fertig. Hier muss ich noch Magnetplättchen dann dran klemmen, genauso hier an die Namensschilder. Hat mich halt echt geärgert. Ich dachte, ich hätte noch welche. Aber alles andere habe ich soweit geschafft. Was jetzt noch ansteht an Kopiererei, ist ja so ziemlich alles. Also ich habe eigentlich nicht wirklich viel davon geschafft. Ich habe die Lesemappen für die Achter fertig. Es waren, glaube ich, noch 5 Stück. Den Rest hatte ich ja Gott sei Dank vor den Ferien fertig. Aber ansonsten wird das noch ordentlich Kopiererei. Mal schauen, wann ich das die Woche so erledige. So, mein erster Arbeitstag ist rum. Schultag kann man es ja nicht nennen, weil so richtig Schule war ja nicht. Und ja, ich habe nicht alles geschafft, was ich gerne schaffen wollte. Wie gesagt, mit diesen Magnetplättchen, das ärgert mich. Ich muss gleich nochmal hier zu Hause gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo welche habe. Ich habe jetzt zwar welche noch bei Amazon bestellt, aber die sind wohl erst am Mittwoch irgendwann da. Das heißt, ich kann sie frühestens am Donnerstag irgendwie benutzen. Naja, doof gelaufen. Aber ansonsten, wir haben die Mappen alle verteilt, die Logbücher, das ist jetzt alles im Klassenzimmer. Und ich war relativ früh, würde ich sagen, aus der Schule wieder raus. Ich glaube gegen 10:30, 10:45 oder so bin ich aus der Schule raus. Und ja, weil ich halt nicht mehr so viel machen konnte. Morgen haben wir um 9, glaube ich, die Lehrerkonferenz. Die wird wahrscheinlich so 2-2,5 Stunden dauern. Ob ich danach noch Muße habe, in der Schule was zu erledigen, werde ich sehen, weil ich muss ja mal das Protokoll schreiben. Ansonsten muss ich mir gleich nochmal irgendwie eine Liste machen, was ich morgen alles vorher noch weg erledigen kann. Vielleicht so ein paar Kopiersachen, muss ich mal gucken. Ja, weil so viel Zeit werde ich vorher jetzt nicht haben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie schon um 7 in der Schule sein, aber so auf 7:30 peile ich an, ja. Ja, mein Stundenplan ist in Ordnung. Also ich komme immer relativ früh aus der Schule raus. Wie gesagt, letztes Schuljahr war echt Luxus, aber ich habe ein paar Freistunden. Was heißt, dass ich natürlich in der Schule auch ein bisschen arbeiten werde. Was eventuell auch heißt, dass ich ein bisschen mehr in der Schule für euch filmen kann, dass ihr mich nicht nur hier zu Hause am Schreibtisch seht. Ja, ich werde jetzt hier noch aufräumen, meine Sachen für morgen schon mal zusammenpacken und dann noch ein bisschen, ja, meinen Feierabend genießen. Wobei so richtig gearbeitet. Ich habe nie so das Gefühl, dass ich heute richtig gearbeitet habe. Also, ne? Trotzdem war ich irgendwie schon so ein bisschen kaputt, als ich zu Hause war. Muss man erstmal wieder so ein bisschen reinkommen in diesen Alltag, dass man früh morgens zu einer gewissen Zeit das Haus verlassen muss. Das hatte ich ja jetzt die letzten Wochen nicht, aber da komme ich definitiv wieder rein. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Montagabend wünsche ich euch und ich sehe euch morgen. Guten Morgen. Ja, es ist noch sehr früh, es ist 6:15. Ich bin schon sehr lange wach. Ich weiß gar nicht, irgendwie war ich schon so kurz nach 3 irgendwie wach und auch jetzt gefühlt irgendwie nicht mehr müde. Jetzt kommt langsam die Müdigkeit wieder. Aber schon mal gut, dass mein Körper so einigermaßen in diesem Frühaufstehrhythmus drin ist. Ja, dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um noch irgendwie ein bisschen produktiv zu sein. Wenn ich hier oben bin, dann hört mich meine Tochter unten auch nicht. Von daher ist da keine Gefahr gegeben, dass sie irgendwie schon wesentlich früher wach wird, als es nötig ist. Ich habe gerade noch eine Fachkonferenzeinladung für morgen herausgeschickt. Ist mir dann noch gestern so halb eingefallen und mein Fachschaftskollege, mit dem ich mir das so ein bisschen den Vorsitz teile, der hat mich dann auch nochmal quasi daran erinnert bzw. gefragt, wer von uns das macht. Und gestern habe ich das irgendwie wieder vergessen, aber jetzt heute Morgen habe ich dran gedacht. Ich habe gestern wollte ich eigentlich Klassenlisten kopieren, habe ich nicht gemacht. Von den 5ern
Aber dann ist mir heute Morgen eingefallen, dass ich hier über unser elektronisches Klassenbuch da auch Zugriff drauf habe. Von daher habe ich jetzt schon meine Kurslisten einmal in meinen Lehrerkalender und in meine Mitarbeitsnotenlisten, die ich immer mit mir rumschleppe, eingetragen. So, und das habe ich erledigt. Dann fehlten mir noch Labels für meine Schiebfächer im Lehrerzimmer. Da ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit in der Schule verbringen werde, weil ich mehr Freistunden habe, dachte ich mir, kann ich die Fächer auch mal wieder sinnvoll nutzen für Kopien und so weiter. Von daher habe ich das jetzt auch noch schnell fertig gemacht. Kann ich euch gleich auch einmal ganz gut zeigen. Und ja, ich höre schon, was Baby von meiner Tochter dreht sich da im Bett hin und her. Hoffentlich wird sie jetzt nicht wach. Und ja, ansonsten bin ich gespannt, Lehrerkonferenz wird. Ich habe schon mal eine grobe Vorlage fürs Protokoll fertig gemacht. Muss nur gleich unbedingt dran denken, meinen Laptop mitzunehmen. Ja, ich bin gespannt, wie lange das geht. Ich wollte schon ein bisschen früher in die... Ich höre meine Tochter erzählen. Ich wollte schon ein bisschen früher in die Schule fahren, um ja, ein paar Sachen zu kopieren. Die Writing-Workshops für die Achter zum Beispiel. Halt jetzt noch nicht das Große, was noch mir bevorsteht an Kopien. Die Lesemappen für die Siebener. Die spare ich mir irgendwie auf. Das mache ich so häppchenweise, glaube ich, im Laufe der Woche. Und ja, spätestens morgen weiß ich ja auch, wie viele Schüler ich in dem Kurs dann habe. Und ja, aber ich werde jetzt schon mal so Adresslisten und alles so ein Gedöns mir kopieren und ja, ihr hört, meine Tochter ist wach. Vielleicht schläft sie gleich nochmal ein, aber ja, klingt so, als wenn ich jetzt erstmal runter muss. Ich melde mich später nochmal bei euch. So, hier sind jetzt einmal die Labels für meine Schiebfächer im Lehrerzimmer. Reicht genau aus. Ich habe 6 Fächer und ich habe auch insgesamt 6 Klassen, also einmal Englisch 5er, zweimal da, dann die 7er, dann die 8er und 2 Fächer für Geschichte. Sonst hatte ich immer noch ein Orgafach, das fällt mir jetzt dieses Jahr weg, aber ist nicht schlimm. So, es ist jetzt 6:30, meine Tochter ist im Bett. Ich hoffe, sie schläft auch gleich. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich wollte während der Lehrerkonferenz eigentlich schon das Protokoll schön in meinem Laptop schreiben, aber der hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er ein Update machen wollte und ja, das hat ewig gedauert, von daher muss ich das handschriftlich dann erledigen. Und dementsprechend muss ich das jetzt alles noch abtippen. Also eigentlich müsste ich es heute noch nicht fertig machen, aber ich habe jetzt halt quasi Zeit, mein Mann ist noch nicht da. Und ja, mal gucken, wie viel ich schaffe. Also ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Seiten handschriftlich. Also diese Starterkonferenzen zu Schuljahresbeginn, die sind immer sehr, sehr lang. Da muss halt immer ganz viel besprochen werden, diese Belehrung zu Gefahrenstoffen, gerade so was Chemie- und Physikunterricht und so angeht. Dann wird gewählt, Schulkonferenzvertreter, Teilkonferenzvertreter und was nicht alles. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. Ich habe allerdings auch noch ordentlich was anderes geschafft. Ich habe meine Adresslisten kopiert. Ich habe den Syllabus für Englisch und Geschichte kopiert. Ich habe die Vokabellernseiten für die 5er kopiert. Also ich habe ein bisschen was geschafft, bevor die Lehrerkonferenz angefangen hat. Und ja, mal gucken, was ich morgen noch mache. Morgen wollte ich schon so ein bisschen Arbeitsmaterial, die Vokabelseiten vorkopieren, weil die Schüler ja später ihre Bücher bekommen. Und ja, ansonsten muss ich noch mal gucken, Fachkonferenz, muss ich noch mal alles durchgehen, aber das mache ich wahrscheinlich dann irgendwie morgen früh. Und ja, ich bekomme eine neue Schülerin. Also das war jetzt heute wieder so, okay, man muss flexibel sein. Ich habe halt schon alle... ja, Sachen quasi kopiert, gedruckt, laminiert, was man so für die Klasse braucht. Diese Namensschilder für unser Konsequenzenkonzept, die Fächerübersicht und so. Aber gut, dann mache ich das jetzt halt nochmal. Ist ja jetzt nicht so das Drama. Ja, mal gucken, wie die Dame ist. Ich finde das ja schön, wenn wir so ein paar mehr Mädchen haben. Vielleicht so ein bisschen als Ausgleich zu meinen wilden Jungs. Schauen wir mal, dass wir uns überraschen. Aber jetzt setze ich mich mal ans Protokoll, damit ich heute noch fertig werde. Guten Morgen. Ja, heute ist schon Mittwoch und heute steht bei mir außer Fachkonferenz Englisch nichts auf dem Plan, zumindest kein offizieller Termin. Ich werde ein bisschen was kopieren. Ich habe mir vorgenommen, den Wordmaster für die 5er zu kopieren, zum Vokabel üben. Und dann muss ich gleich noch die Bücher einpacken, habe ich nicht vergessen. Noch die ersten paar Seiten Vokabel, sowohl für Jahrgang 5 und 8, weil bei 7 weiß ich noch nicht, welchen Kurs ich bekomme. Ja, Protokoll habe ich gestern noch geschafft, war wirklich anstrengend und ja, dann wollte ich jetzt hier gerade schon meine Sachen ein bisschen sortieren und irgendwie habe ich die Anwesenheitsliste von der Lehrerkonferenz verschlotzt. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen gründlicher meine Sachen durchschauen.
Ja, ich kann euch gleich einmal zeigen, was wir heute in der Fachkonferenz so zu besprechen haben zum Schuljahresbeginn. Wir haben ja leider immer nur eine Fachkonferenz, also eine komplette. Ich erkläre euch gleich einmal, wie wir das sonst in Englisch handhaben. Und ja, das wird heute so mein Tag. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich fertig bin. Ich muss ja auch noch irgendwie darauf warten, dass mich der Techniker wegen meiner Waschmaschine anruft. Eigentlich sollte der sich die Woche melden, bis jetzt noch nicht passiert. Und dann muss ich mein Handy immer so ein bisschen im Blick haben. Und wenn ich in der Schule bin, das ist immer ein bisschen schwierig, das Handy auch noch immer irgendwie mit dabei zu haben. Ja, also das ist so mein Plan für heute. Aber jetzt zeige ich euch einmal, was wir in der Fachkonferenz besprechen. Und dann zeige ich euch, wie meine To-Do-Liste aktuell aussieht. So, das ist der Plan für unsere Fachkonferenz heute. Ich habe mit meinem Kollegen, der mit mir zusammen den Fachvorsitz macht, einmal kurz gesprochen. Der hatte jetzt auch nichts hinzuzufügen. Von daher, denke ich mal, wird es dabei bleiben. Also als erstes muss man den neuen Fachvorsitz wählen. Ich habe kein Problem damit, das nochmal weiterzumachen. Aber werden wir mal schauen. Dann müssen wir, weil sich der Kernlehrplan geändert hat, ein neues Lehrwerk anschaffen. Da haben wir jetzt schon ein paar zur Auswahl gehabt, hatte ich euch ja letzte Schule auch schon erzählt. Und hier die Kollegen haben jetzt ihre Meinung dazu abgegeben und dementsprechend besprechen wir einmal, welches es ist und wie wir das handhaben wollen mit der Einführung. So, Bildung Fachteams. Wie ich gerade schon meinte, wir haben eine komplette Fachkonferenz zu Schuljahresbeginn. Es war halt immer planungstechnisch schwierig, diese Konferenzdienstage mit irgendwelchen Fachkonferenzen, Arbeitsgruppen, Klassenteams und so weiter zu füllen. Und von daher sind jetzt die Dienstage immer fest getaktet. Wir haben halt Klassenteams, wir haben Jahrgangsteams. Was haben wir noch? Weiß ich gerade nicht. Irgendwas haben wir noch. Genau, Arbeitsgruppen haben wir noch und wir haben diese Fachteams. Und zwar tragen sich dann Kollegen immer in bestimmte Jahrgänge ein. Zum Beispiel würde ich es für sinnvoll erachten, wenn wir jetzt für Jahrgang 9 und Jahrgang 10 auf jeden Fall ein Fachteam bilden, wegen den mündlichen Klassenarbeiten und wegen der Abschlussprüfung. Und diese Kollegen würden sich dann immer, wenn ein Fachteam tagt, halt immer mit so 3-4 Leuten zusammensetzen. Es ist einfach organisatorisch einfacher und trotzdem werden irgendwie alle Jahrgänge ja abgedeckt. Größtenteils zumindest die wichtigen Jahrgänge werden abgedeckt. Ich meine, wir haben ja alle mehr als ein Unterrichtsfach, von daher machen jetzt nicht alle Kollegen, die Englisch unterrichten, auch automatisch ein Englischfachteam. Ja, also da müssen wir drüber sprechen, welches da sinnvoll ist. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt für Englisch so einen Wettbewerb, der nennt sich Big Challenge. Ich meine, der ist für Jahrgang 5 und 6. Wir haben den früher immer gemacht und ja, Corona-bedingt ist das dann irgendwie mal ausgefallen und letztes Schuljahr hatten wir das irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und ja, da dachte ich mir, könnte man ja mal drüber sprechen, ob man das vielleicht wieder einführt. Dann, wann die Klassenarbeiten, die mündlichen Klassenarbeiten in Jahrgang 9 und 10 stattfinden, müssten wir einmal drüber sprechen. Dann wird es eine Abstimmung geben. Wir haben nämlich gestern in der Lehrerkonferenz erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, von 4 Klassenarbeiten in Jahrgang 10 auf 3 zu reduzieren. Das wären dann 2 im ersten Halbjahr, eine im zweiten Halbjahr und dann halt die Abschlussprüfung. Das wird wahnsinnig viel Druck und Stress rausnehmen, denn die 10er sind im 10. Schuljahr auf Abschlussfahrt, im Praktikum. Es ist so viel, es kommen Feiertage hinzu und was nicht alles. Und man ist so gestresst, diese 4 Klassenarbeiten zu schreiben. Und dementsprechend sollen wir da heute einmal in der Fachschaft abstimmen. Ja, dann müssen wir gucken, welcher Kollege oder mit welchem Kurs bei den 7ern. Ich gehe davon aus, dass das recht flott geht und ja, Punkt verschieden ist. Also wir haben 1,5 Stunden Zeit. Das meiste dürfte, glaube ich, recht schnell erledigt sein. Und ja, ich lasse mich überraschen, wie lange das heute alles dauert. Und das ist der aktuelle Stand meiner To-Do-Liste. Also ich wollte heute Vokabelseiten kopieren. Die Vokabelhilfen habe ich gestern gemacht. Die Mappen von den 7ern, ich fürchte fast, das fällt mir in den Freitag rein. Weil ich glaube, vorher werde ich das nicht schaffen. Dann die Writing-Workshops für die 8er habe ich fertig. Sitzordnung für meine Klasse muss ich jetzt nochmal gucken, wo ich meine neue Schülerin mit hinsetze und für die 7er, also ich habe mir das schon abgehakt, aber für die 7er meinen Kurs, ja, kann ich dann noch nicht machen. Erstens weiß ich noch nicht, was für einen Kurs ich habe und zweitens würde ich die erstmal sich so hinsetzen lassen, wie sie möchten. Jeder hat ja eine Chance verdient. So, Worldmaster wollte ich heute machen, den Syllabus habe ich schon fertig, Adresslisten habe ich fertig. Sitzordnung für meinen 8er Kurs muss ich noch machen und für Englisch habe ich soweit alles erledigt. Ich glaube, ansonsten habe ich hier auch nicht. Nee, das hier ist schon für den Elternabend. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, das ist so mein Plan für heute.
Sieht hier alles ein bisschen chaotisch aus aktuell. Muss ich mich ein bisschen sortieren, aber gut. Jetzt fange ich an, meine Sachen einzupacken, schleiche mich nach unten in der Hoffnung, dass meine Tochter nicht wach wird und ja, trinke noch in Ruhe vielleicht eine Tasse Kaffee, bevor ich los muss. So, wie man sieht, auf meinem Schreibtisch herrscht latentes Chaos. Also ich muss hier jetzt noch ein bisschen was arbeiten und ja, dann hoffe ich, dass ich bald Feierabend habe. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt gerade noch das Protokoll für unsere Fachkonferenz Englisch fertig gemacht. Ja, meine Haare, die sehen wirklich super aus heute. Ja, Fachkonferenz war super. Wir haben nicht ganz so viel Zeit gebraucht, wie anberaumt war, aber in Englisch, da sind wir eigentlich immer ja, recht fix. Wir einigen uns immer schnell auf alles Mögliche. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das neue Lehrwerk probehalber nochmal auszuprobieren. Eine Kollegin meinte, in Mathe, glaube ich, hat sich gezeigt, dass das, was die sich vorher ausgesucht haben, im Unterricht an sich doch nicht so ideal ist. Von daher, wir werden jetzt die Lehrwerke von Klett und Cornelsen in Jahrgang 5 und 6 einmal ausprobieren. Haben wir ein paar Kollegen rausgesucht, die das machen werden. Unter anderem ich. Und ich muss mal bei den Verlagen anfragen, ob wir so einen Probesatz, also so ein Probeexemplar im Klassensatz bekommen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir eine Unit ausprobieren wollen vor den Weihnachtsferien. Falls wir keine Probeexemplare bekommen, dann ja, müssen wir halt kopieren. Aber eine Unit ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ansonsten, wir haben alles durchbekommen. Wir haben uns sogar schon darauf geeinigt, wer die ZP-Zweitkorrekturen übernimmt. Wir haben Termine für die mündlichen Klassenarbeiten gefunden. Ja, wir haben eigentlich alles durch, was wir durch haben müssen. Und ja, ich bin auch wieder Fachvorsitz Englisch. Surprise, surprise, das will immer irgendwie keiner machen. Ich verstehe das gar nicht, wieso. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Und ja, dann war mein Tag quasi fertig. Ich musste dann noch kurz ins Planungsbüro mit meinem Kollegen die Klassenarbeitstermine für die mündlichen Prüfungen einmal absprechen. Und ja, dann hatte ich heute früher Feierabend. Für morgen weiß ich noch nicht so genau. Also mein Tag ist ziemlich vollgepackt mit Konferenz und sowas. Das erzähle ich euch dann alles morgen nochmal im Detail. Ich muss mir jetzt nochmal einen kleinen Überblick hier irgendwie verschaffen, was ich morgen vielleicht noch nebenbei, zwischendurch oder vor dem ganzen Konferenzsitzungen noch schaffe, irgendwie abzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, meine To-Do-Liste, die wird irgendwie nicht kürzer, obwohl ich ständig was wegstreiche. Aber aktuell sieht es so aus, als wenn der Freitag, den ich mir eigentlich vielleicht als freien Tag vorgenommen hatte, da sind halt Termine da für Arbeitsgruppen oder sonstige Gruppen, sowas wie Steuergruppe oder sowas, die jetzt halt im Laufe der Woche noch keine Gelegenheiten hatten, sich zu treffen. Ich bekomme alles an Fachkonferenzen, Jahrgangsteams und so weiter vorher schon abgearbeitet. Von daher eigentlich hätte ich am Freitag keine fixen Termine, aber diese Lesemappen für die Siebener müssen auf jeden Fall noch kopiert werden. Ich habe jetzt übrigens einen E-Kurs und ja, da sind dann 30 Schüler, 30 oder sogar auch 31, bin mir gerade nicht sicher. Von daher, das sind dann viele Mappen, die ich kopieren muss. Aber gut, das wird dann wahrscheinlich der Freitag sein. So, ich werde hier jetzt ein bisschen Klarschiff machen und melde mich dann morgen wieder bei euch. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute ist Donnerstag und heute ist mein, naja, Hardcore-Tag, mein langer Tag. Ich habe heute viel auf dem Plan an Konferenzen und so. Meine erste Konferenz geht um 9 Uhr los. Das ist Fachkonferenz GL. Und danach teilen wir uns halt auf in die einzelnen Fächer Wirtschaft, Politik, Geschichte, Erdkunde. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Ich glaube, 1,5 Stunden sind dafür angesetzt. Ich fahre aber schon vorher in die Schule, dass ich halt schon auf ja, so 7:15 da bin, genau, sobald die Schule auf ist. Ich habe nämlich jetzt endlich die Magnetplättchen bekommen, die sind gestern angekommen, weil ich muss ja bei mir die Whiteboards noch fertig machen. Da ist ja aufgrund von Materialmangel leider noch nicht alles dran, was dran soll, die ganzen Laminate. Dann wollte ich in der Lehrerstation meine Fächer labeln, die Laminate dafür habe ich auch schon fertig. Und dann muss ich schon mal das ganze Material, was ich jetzt schon mal vorkopiert habe, den entsprechenden Klassen zuordnen, weil ich momentan Mappen mit mir rumschleppe, die so dick sind. Und dann muss einiges raus und das werde ich dann da in die Fächer einsortieren. Ja, also wie gesagt, erst habe ich Fachkonferenz GL. Danach haben wir Arbeitsgruppe. Ich weiß noch gar nicht so genau, was wir da besprechen wollen. Schauen wir mal, was so der Plan für dieses Schuljahr ist an ja, Arbeitsaufträgen, die wir zu erledigen haben. Aber das bespreche ich dann einfach, glaube ich, am einfachsten mit meiner Gruppe, meinen Kollegen und Kolleginnen. Und abschließend habe ich noch Jahrgangsteam.
Es gab allerdings bis jetzt noch keine Einladung von unserem Jahrgangsteamsprecher. Von daher muss man gucken, ob sich das dann irgendwie da spontan zusammensetzt. Was wir da auf jeden Fall meiner Meinung nach besprechen sollten, ist, wann wir den Elternabend stattfinden lassen. Es gibt dafür zwei mögliche Termine, müssen wir uns halt auf einen einigen und welche Punkte wir da so besprechen müssten. Ja, anberaumt ist, glaube ich, mein Tagesende um 13.30 Uhr, 14 Uhr, irgendwie so. Also es ist dann heute halt ein langer Tag und ich bin auch irgendwie latent müde. Ich bin heute irgendwie schwer aus dem Bett gekommen. Das ist jetzt gleich 5:30. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus und mache mich dann auf den Weg zur Schule. Es ist der letzte Tag meiner ersten Arbeitswoche. Schulwoche kann man es noch nicht so richtig nennen. Ich würde es eher Arbeitswoche nennen. Und ich glaube, die Schule wird heute ziemlich leer sein, weil es sich heute nur so freiwillige Gruppen treffen, die jetzt noch nicht die Gelegenheit hatten, im Laufe der Woche sich zusammenzusetzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass unsere Steuergruppe sich irgendwie heute trifft. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wenige Kollegen werden heute da sein. Ich muss allerdings hin. Ich habe noch so viel an Kopierkram zu erledigen. Ich hoffe, dass ich das heute alles schaffe. Ich habe gestern immer so zwischendurch geschafft, irgendwie mal hier eine Lesemappe irgendwie zu kopieren und abzuheften. Aber ich bin halt bei weitem noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe jetzt vielleicht 10 Stück und mein Kurs sind ja 30 Mann. Von daher habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Gestern war halt einfach ein sehr langer Tag. Ich war auch echt durch, als ich abends zu Hause war. Und von daher habe ich gestern auch einfach nichts mehr gefilmt. Aber war produktiv, soweit gestern Fachkonferenz GL bzw. Geschichte. Seit mir noch Jahrgangsteam, unsere Arbeitsgruppe hat super produktiv gearbeitet. Also alles wunderbar. Und ja, wie gesagt, heute werde ich viel kopieren. Ich habe meine Kollegin, die für die Bücherverteilung zuständig ist, gefragt, wann ich so ungefähr damit rechnen kann, dass die Schüler ihre Bücher haben. Sie haben versucht, die Fünfer als erstes abzuarbeiten, was okay ist, weil ich die erste Englischstunde mit den Fünfern sowieso mehr so Orga-Kram und ein bisschen kennenlernen machen möchte. Von daher brauche ich da nicht unbedingt ein Buch. Aber die höheren Klassen meinte, sie könnte halt ein bisschen länger dauern. Wir haben auch momentan mit unserem pädagogischen Netzwerk irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das da geupdatet wird oder irgendwas ist da, dass wir zum Beispiel diese Woche nicht drauf zugreifen können. Und es ist mir noch nicht ganz sicher, ob wir ab nächster Woche unsere Rechner und unser pädagogisches Netzwerk richtig nutzen können. Von daher hätte ich auch keinen Zugriff auf das Online-Englischbuch. Von daher werde ich wohl kopieren müssen. Also ich dachte mir, ich kopiere vorsichtshalber die ersten zwei Doppelseiten für die 7er und 8er schon mal. Aber dass ich das safe habe. Und ja, dann muss ich alles, was ich so an Kopien habe, die restlichen Lesemappen von den 8ern und dann die von den 7ern, die ich heute fertig mache. Das liegt momentan alles noch in unserer Lehrerbücherei. Ich habe mir da einfach so ein Fach gebunkert und da alles reingeschmissen. Das werde ich auf jeden Fall alles dann noch irgendwie nach oben, zumindest schon mal für meine 7er in den Klassenraum bringen. Oder vielleicht bringe ich es erstmal nur in die Lehrerstation. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Und ich muss noch für die neue Schülerin die Mappen zusammensammeln. Und dann auch nach oben schleppen. Also wird heute viel geschleppt. Ich hoffe, dass ich nach irgendwie 2 Stunden durch bin. Aber wie gesagt, das Kopieren, das dauert ewig. Weil ich halt jede Mappe einzeln kopiere. Ich habe das letztes Mal so gemacht, dass ich wirklich die
Vorlagen, also die Kopiervorlage oben rein in den Einzug und dann hier 30 Mal kopiert. Aber irgendwie hat unser Kopierer irgendwann angefangen zu spinnen und die Seiten waren dann nicht richtig sortiert. Und das dann alles auszuklamüsern, was gehört jetzt wozu, das war wirklich, wirklich sehr, sehr nervig und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Von daher kopiere ich jetzt jede Mappe immer einzeln und unser Kopierer ist langsam. Also von daher bestehe ich da recht lange. Wir haben zwar zwei Kopierer, aber gestern wollte ich nicht beide blockieren, einfach für den Fall, dass jemand anders noch ran muss. Aber da ja heute wahrscheinlich so gut wie keiner in der Schule sein wird, bin ich vielleicht so frech und benutze beide Kopierer. Ich überlege es mir noch. So, ich werde jetzt meinen Kaffee austrinken, denn der ist heute dringend nötig. Ich bin todmüde. Und ja, dann startet mein Arbeitstag. So, hier einmal für euch zur Ansicht, wie ich gerade durch unser Gebäude unterwegs bin. Ich war nicht einkaufen. Das sind alles Ordner, Lesemappen für zwei Kurse, Logbücher. Und das alles zu schleppen ist viel zu schwer. Und deshalb bringe ich das jetzt mit dem Einkaufswagen schon mal in meine Klassenräume. So, Einkaufswagen ist leer. Ich habe jetzt alles hier verstaut. Hier sind die Lesemappen und die Schreibhefte für die Siebener. Und hier das ganze Material, hier mal Logbücher, dann für die neuen Schüler, die das letzte Schüler nicht bekommen haben, plus die, die jetzt neu dazu kommen, Sammelmappen, Mathehefte, Mappen, hier nochmal für die neuen Ordner. Also hier ist alles fertig. Die Fächer müssen wir noch zum neuen Schuljahr dann neu sortieren. Und meine Whiteboards sind soweit auch fertig. Ja, und meine Kollegin, die ja Kunst bei unseren hat, die hat hier noch lustig dekorativ ein paar bunte Schmetterlinge an die Scheiben gemacht. Ja, also ich bin startklar fürs neue Schuljahr. Mal schauen, was nächste Woche so bringt. So, es ist jetzt fast 9:30 Uhr. Ich bin hier in der Schule jetzt fertig. Ich habe meine Kopien erledigt, habe auch schon ein bisschen aus dem Englischbuch für die ersten paar Stunden Unterricht kopiert, weil wer weiß, wann wir die Bücher bekommen. Und ja, ich bin irgendwie kaputt. Das ist total anstrengend, am Kopierer zu stehen. Es ist so warm da unten und ja, ein bisschen Luft. Ja, also mein Klassenraum ist fertig. Meine Unterrichtsvorbereitung ist soweit fertig. Und ja, ich bin irgendwie auch fertig. Auf jeden Fall ja, kann ich jetzt, glaube ich, ins Schuljahr starten. Ich verabschiede mich jetzt quasi auch schon von euch. Ich habe nachher zu Hause noch ein bisschen was zu tun, werde nicht zum Film kommen und heute Abend bin ich bei einem Kollegen zur Geburtstagsfeier, glaube ich, eingeladen. Und ja, dementsprechend, das geht irgendwie schon um 16 Uhr los. Also werde ich heute Nachmittag keine Zeit haben, noch was für euch aufzunehmen. Aber ich glaube, zu erzählen hätte ich jetzt auch eh nichts mehr. Ja, ich wünsche euch, wenn ihr denn jetzt auch schon bald startet, nämlich nächste Woche Montag, wünsche ich euch einen schönen Start ins neue Schuljahr. Allen anderen wünsche ich noch schöne Ferien. Habt ein schönes Wochenende und ich sehe euch dann nächste Woche. Bis dann!